Ja, musst du, musst jetzt da können lüpfen oder so für schwenken. Also die Lok Nummer 7 ist meine Nummer 1. Ich habe die Lok jetzt seit 1995 begleitet, restauriert und auch gefahren. Macht mich schon ein bisschen stolz, da mit dieser Lok arbeiten zu dürfen. Du kannst ja gleich aushängen. Es ist ein Privileg, sicher. Es sei auch für die Digibahn eine ganz spezielle Maschine. Ist aus der ersten Generation Dampflokomotiven. Ist die allererste Lok der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur. Ja, ist immerhin eine der allerersten Bergbahnlokomotiven von Rickenbach, vom Erfinder des Zahnstangensystems Rickenbach erfunden. Also diese Lokomotive kennen Sie eigentlich auf der ganzen Welt. Das ist die typische Digibahnlok. Also ist Geschichte pur. Technik und Geschichte pur. Als Rickenbach die Bahn konstruierte mit den verschiedenen Steigungen, machte er sich Gedanken, was mache ich mit dem Kessel? Und der Kessel ist das Problem, dass die Feuerbüchse immer mit Wasser gedeckt sein muss. Und das ist bei einem liegenden Kessel mit konventioneller Feuerbüchse relativ schwierig. Da ist er auf die Idee gekommen mit dem Stehkessel. Und trotzdem, das Auswaschen war schwierig und hat einfach ein paar gewichtige Nachteile. Und dann hat man nach 10 Jahren haben sie Studien gemacht, um den umzubauen auf liegende Kessel und hat das dann auch gemacht. Jetzt der Transport und dann das nächste nach Goldau überführen in die Werkstatt und da mal zerlegen. Also Achsen raus, Kessel genau anschauen und so wird sich einiges zeigen, was kommt und was nicht. Ein bisschen Wundertüte ist schon. Ein bisschen Wundertüte. Also unter dem Strich sicher eine gute Wahl, da der Transport so. Medienwirksam ist er auf jeden Fall. Kannst du das heben? Ja, probiere es, ob ich das kann heben. Also ich bin Martin Horath, Jahrgang 65. Ja, der Presserummel und so, das ist eben, ich bin der Handwerker, ich bin nicht der wie soll ich sagen, der mediengeile Typ. Transporte sind immer besondere Ereignisse, auch mit dem nötigen Respekt, dass wir da rangehen. Es sind schwere Gewichte. Es muss mit Kran, mit Hebezeug, mit Kettenpuller und so gearbeitet werden. Machen wir nicht alle Tage. Ja, macht doch Spaß, das ist noch Eisenbahn. Es braucht alles, das Zusammenspiel von den Mitarbeitern braucht es. Aber an solchen Tagen haben wir ein bisschen Narrenfreiheit. Ach, sehr gut. Man gewöhnt sich schnell wieder daran. Ich freue mich, auf eigenen Rädern zu fahren. Jetzt ist dann bald gut, wenn es Feierabend gibt. War etwas anstrengend heute, aber hat alles super geklappt bis jetzt. Jetzt ist das Schöne mal vorbei, jetzt kommen die Mechaniker arbeiten. Und das wird uns schon eine Weile beschäftigen. Also ich rechne mit 200-300 Stunden. Wenn nichts zum Vorschein kommt, das nicht sollte. Aber ich rechne nicht damit. Positiv denken wie den ganzen Tag schon.